So, hallo zusammen. Heute versuche ich euch mal den Konfigurationsassistenten beim Golf 8 näher zu bringen. Ich habe immer noch kein Stativ oder irgendwas gefunden, um hier im Auto die Kamera zu befestigen. Also verzeiht's mir, wenn das Bild ein bisschen wackelt. Zum Konfigurationsassistenten kommt er folgendermaßen. Ihr geht beim Übersichtsbereich nach rechts. Dann hier nach, nein, nicht auf den Klang, da gehen wir wieder raus, sondern nach oben. Und hier unten seht ihr das Setup. Da gehen wir drauf. Und hier unten seht ihr dann den Konfigurationsassistenten. Da klicken wir mal drauf. Das ist Copyright, das ist wieder falsch. Wir gehen auf den Assist Setup. Konfigurationsassistent. Das ist eine Meldung, die bekommt ihr öfters mal, beziehungsweise diesen Bildschirm, wenn ihr das Auto neu habt. Da müsst ihr einfach mal durch die Konfiguration durch. Ich mache es jetzt mal mit euch zusammen. Wir gehen hier auf Starten. Dann kommt ja als erstes die Anzeige, 24 Stunden, ist klar. Tag, Monat, Jahr, die Zeitzone, da könnt ihr alles einrichten. Das ist bei mir schon alles eingerichtet. Könnt ihr einfach durch rauf und runter schieben. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Gehen wir weiter. Bitte wählen Sie aus, welche Sender gesucht und gespeichert werden sollen. Da gehen wir jetzt mal auf FM und DAB. Suchen und speichern. Jetzt sucht er ein bisschen. Und schauen wir mal, wie lange es dauert. Wir brechen jetzt einfach mal ab, weil sonst wird das Video zu langweilig. Wir konnten jetzt keine weiteren Sender finden. Okay. So, Medienstreaming, das ist eine Geschichte. Dann müsst ihr dann über euer Handy. Das Fahrzeug hier hat es so nicht. Medienstreaming-Dienste verwalten. Da haben wir jetzt nichts. Dann gehen wir weiter über. So. Telefon, da könnt ihr euer Telefon dann mit über Bluetooth verbinden, dass ihr euer Telefon einrichten könnt. Das habe ich hier schon gemacht. Das machen wir im anderen Video. Hier haben wir die Car-to-X-Communication, die dann mit anderen Fahrzeugen Informationen austauscht. Ja, sagt mir jetzt nichts. Dann haben wir hier Navigation, da könnt ihr die Privatadressen festlegen, die Geschäftsadressen festlegen, auch das Nutzungsverhalten lernen. Ja, könnte man jetzt eingeben, machen wir hier jetzt nicht. Und dann seid ihr eigentlich durch diesen Assistenten durch. Der Assistent ist relativ selbsterklärend. Es sind eigentlich so Daten, die könnt ihr hier auch anlegen, so Nutzerdaten, ich, andere. Und dieser Assistent geht eigentlich durchs ganze System quer durch. Ihr könnt es auch hier einzeln einrichten unter Telefon. Wo sind wir denn? Telefon zum Beispiel. Das wäre jetzt dieses Telefon, was du auswählen kannst oder ihr, was eben in diesem Konfigurationsassistenten drin ist. Da könnt ihr das Telefon wählen. Das wäre jetzt meins. Und wenn ich das jetzt nicht zum Aufnehmen bräuchte, könnte ich das jetzt hier verbinden. Entweder über USB oder über Bluetooth. Und das ist eben die Funktion, wo euch der Assistent eben durchleitet. Also, das ist so ein bisschen das vereinfachte Programm des Ganzen. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Von daher, ja, alles selbsterklärend, alles easy. Lasst euch von dem ganzen Programmgehabe da drin nicht in die Enge führen. Das ist alles relativ einfach, wenn man sich damit beschäftigt. Bis dann, euer Biotopi.